Das maritime Highlight der Kieler Woche. Die traditionelle Windjammerparade. Beinahe sah es nach Kaiserwetter aus. Aber eben nur beinahe. Das Segelschulschiff der Marine, die Gorfok, führte fast 100 große und kleine Segelschiffe in die Außenförde. Über 100.000 Schaulustige säumten die Strände und Promenaden an der Förde. Seit 1998 ist die Windjammerparade ein Stelldichein von Vollschiffen, Barken, Galeassen, Barkentinen, Gaffelschonern und Segeljachten. Großsegler sind nach wie vor die Königinnen der sieben Meere. Windjammer, das klingt nach Sturm, hohen Wellen und Heulen in den Wanten. Klingt nach Seefahrerromantik. Was aber verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Windjammer? Geräusche in den Segeln, die so ein bisschen stöhnen, ächzen, jammern, weiß ich nicht. Sowas vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie früher gejammert haben und wenn der Wind kam, dass die Leute jammerten. Nee, ich glaube vom Wind, wenn das in den Segeln ist. Ja. Das ist der Segler. Ich bin ein paar Mal mit der Torhardal über den Atlantik gefahren, von Bermuda bis Kiel und Emden. Also, Anfang des 20. Jahrhunderts nannten die Besatzungen von den modernen Dampfschiffen die letzten Groß- und Frachtensegler spöttisch Windjammer. Abgeleitet aus dem Englischen to jam, das Schiff an den Wind pressen.